Die Post eine Päckchen. Ja, du hast die Post schon zwei Päckchen. Ja, du hast die Post schon eine Päckchen. Wenn sie nicht da wären, würden viele Weihnachtsgeschenke nicht ankommen. Paketboten im Dauerstress. Die Bequemlichkeit der Online-Besteller bedeutet schwere Schlepperei für Detlef Engel und seine Kollegen. Kurz vor Weihnachten schießen die Paketzahlen in die Höhe. Im DHL-Lager in Kaiserslautern kommen täglich 10.000 Pakete an und damit doppelt so viele wie üblich. Das heißt für Zusteller wie Detlef Engel eine harte Arbeitsschicht ab 7 Uhr morgens. Die Sendungsmenge ist halt, wenn man älter wird, einfach problematischer. Das Gewicht von den Paketen wird höher und das sind halt Sachen, die hat man dann halt schon in einem gewissen Maß. Guckt man dann schon an seine körperliche Grenze. Ach, das war nicht sicher, das hat mir noch gefehlt. Herr Engel hat im Schnitt 50 Lieferungen mehr am Tag zu verteilen, und zwar schnell. Die Geschenke sollen schließlich pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen. Verschiedene Sachen sind heute zur Zustellung außer ersichtlich. Ein Fleischwolf zum Beispiel oder Kaffeevollautomat. Das Vorsichtglas scheint Wein drin zu sein, vermutlich guter Wein. Ich bin auch immer froh, wenn ich die Leute glücklich machen kann mit ihren Paketen, die sie bestellen. Und dann so, endlich ist das Paket da. Ich bin so lange drauf gewartet, wenn man dann jemand mit dem Karton glücklich machen kann. Ist das eine schöne Sache. Wir können fahren, Abfahrt! Seit über 20 Jahren fährt der Westpfälzer seinen Bezirk ab, die Innenstadt von Kaiserslautern. Doch gerade hier ist schlechtes Vorankommen. Das Problem in der Stadt sind halt, wie man dort sieht, die Ampeln. Und da halt man, die Zeit läuft. Die läuft eben davon. Ich kann in der Zeit keine Pakete zustellen, was ich vielleicht, wenn ich außerhalb fahren würde, machen kann. Kurz vor Weihnachten herrscht in der Stadt Verkehrschaos. Doch der Zusteller muss all seine 200 Pakete an Mann und Frau bringen. Das heißt für ihn, schneller arbeiten oder Überstunden machen. Der erste Versuch für heute. Sieht schlecht aus. Nächster Versuch, der Nachbar. Ja? Ja, du hast die Post, die sie Päckchen nehmen, Frau Götz. Ja. Schmeiß ein Zettelchen rein, dann weiß ich Bescheid. Gut, vielen Dank. Schöne Weihnachten. Ja, dann gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Glück gehabt. Nicht immer sind die Nachbarn so gewillt, die Pakete anzunehmen. Ich bin sogar schon verscholber. Was ich mir nicht erlaube, die zu klingeln. Ich hätte kein Päckchen von Ihnen, da bräuchte ich schon eine Klingelbahn. Kommt immer wieder vor. Sieben Stück, klingel ich sie erst. Danke. Ich hoffe, dass die Paketboten ordentlich entlohnt werden, denn sie sind quasi die Weihnachtsmänner. Ja, das kann man so sagen, ja. Weihnachtsmann Engel hat Glück gehabt. Sein Gehalt ist an den Tarifvertrag gebunden. Doch viele Zusteller, gerade in Subunternehmen, arbeiten weit unter dem Mindestlohn. Nach Branchenschätzungen verdienen diese gerade mal 5 Euro die Stunde. Nächster Stopp. Die Fußgängerzone. Parken ist hier fast immer ein Problem. Ich bin halt immer wieder relativ schnell am Auto und denke, dass ich noch rechtzeitig den Platz wechseln kann, bevor ich abgeschleppt werde. Neben der Parkplatznot ist auch der Weihnachtsmarkt ein Problem. Da hier abgesperrt ist, muss der Paketbote heute alles zu Fuß machen. Moin. Danke. Tschüss. Paketbote zu sein ist ein Kraftakt. Allein an einem Tag wuchtet der 55-Jährige ein Gesamtgewicht von etwa einer Tonne. Das ist die körperliche Anstrengung, das ist noch das Geringste. Das steht noch im Hintergrund. So nicht mehr. Man muss ja gedanklich immer weiter schaffen. Im Kopf praktisch, wo muss ich als nächstes hin, was muss ich als nächstes machen. Und dann das Autofahren noch durch die Fußgängerzone. Man muss aufpassen, dass man keine Sammelfahrt und so. Das ist halt schon, steht man schon unter Strom. Hallo. Ja,
Hinauf kommt, auf geht's. Ja. Alles bei uns oder ja. Ja, das ist schwer, schwer. Ach doch, fürs Kerstin. Ja. So, vielen Dank. Aha. Vielen Dank. Jawohl. Wir danken. Tschüss. Eine Praline zum Mittagessen. Das muss heute reichen, denn 100 Pakete warten noch auf ihre Besitzer. Kunde, die haben schon gesagt, ich soll mich mal kurz hier oder soll mal was trinken oder so, aber das, dann will man nicht mehr aufsteigen, will nicht mehr weitermachen. Ja, das ist halt, dann wäre die Gelenke, wäre die Roste innen. Und es ist besser, wenn man dann weiter schafft, einfach. 15 Uhr. Trotz Eile stehen heute Überstunden für Herrn Engel an. Keine Zeit, um lange einen Parkplatz zu suchen. Manche Leute, die tun halt auch ihre Fußstapflose. Es wäre hier ausgezeichneter Parkplatz, aber ich kann ja nicht immer bis zum nächsten Parkplatz fahren, vielleicht 2 Kilometer. Denn das größte Problem, die langen Wege. Der Paketbote misst täglich seine Strecken. Zwischenstand nach 8 Stunden. 13.486 Schritte. Überdurchschnittlich, ja. Leicht über dem Soll. Also schon, sind noch ein paar Treppen vor uns. Um die Adventszeit stellt allein DHL in Deutschland 10 Millionen Päckchen zu, pro Tag. 2 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. So, danke. Tschüss. Eins davon, der Fleischwolf. 5:30. Langsam leert sich das Auto, doch gegen Abend schwinden auch die Kräfte. Guten Tag. Und ein Päckchen. Päckchen? Jawohl. Was gerade auf der Schrift? Das ist aber wirklich wahr. Bis in die Nacht hinein arbeiten. Ja. So. Vielen herzlichen ja, Dank. Bitte. Ja, bitte. Jedes Jahr wieder, ne? Ja, genau. Ich kenne ihn so lange, wie ich hier bin. Und ich bin wirklich, wie ich sage, jedes Mal zu Weihnachten bringt er mir ein Weihnachtspaket oder mehrere. Also hat er bei mir einen großen Stellenwert. Und als ich jetzt das rote Jackett sah, dachte ich, das kann nur der Weihnachtsmann sein. Oder der Nikolaus. Such mal Arbeit immer korrekt und ausständig zu machen, schon mal ganz Leben lang. Und redet man vielleicht auf die Art und Weise gedankt durch die Bemerkungen, wo man also mal hört. Dass man ein guter Zusteller ist und das tut mich beflügeln. Nach 11 Stunden, 15.000 Schritten und 12,5 Kilometern ist es endlich soweit. Hallo, das war das Letzte für heute.